So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Team Survival Games. Ich bin Distrikt 4. Ich bin Erbelist und ich bin im Team mit Master Baum, der noch nicht viel gespielt hat. Da ist er. Hallo. Ups, ich wollte gar nicht schreiben, ich wollte dich angucken, so wollte ich. Hat so einen typischen Standard-Skin, den viele haben. Der hat so eine Art Bären-Skin. Diesmal sind hier gar nicht so viele mit. Oh, was ist das denn? Die Klonarmee oder was? Da noch einer. Was zur Hölle? Gut, es geht gleich auch los. Ich glaube, wie es aussieht, läuft mein Kollege direkt weg. Ich auch. Was? Was, was? Ich Deutsch. Achso, ja, schön. Ist mir egal. Ich rushe einfach mal in die Mitte. Ja, das war nicht so schön. Ich habe eben gerade schon versucht, eine Runde Single Survival Games aufzunehmen, weil Team Survival Games ein bisschen gesponnen hat. Ich bin übrigens immer noch voll erkältet. Ja, ich hätte am liebsten aufgenommen, aber irgendwie, ja, habe ich im Finale. Ich habe es einen geschafft in der ganzen Runde. Ich hatte von Anfang an ein Eisenschwert. Ich habe es in der ganzen Runde geschafft, einen zu töten. Und, was noch nerviger war, im Finale haben dann drei mich gefokust. Ja, die anderen drei halt. Und wahrscheinlich, weil ich das Eisenschwert hatte. Beziehungsweise da hatte ich sogar dann ein Diamantschwert, weil der, den ich gekillt habe, hatte ein Diamantschwert dabei. Das finde ich natürlich alles ziemlich asozial. Aber es ist natürlich legitim, wenn da einer ist, der mal eben die beste Ausrüstung im Spiel hat. Den dann zu fokussen, das ist nicht schön für mich als Spieler, aber verständlich. Also so ein Stück weit. Jetzt nicht unbedingt in dem Sinne von wegen, ich werde es auch machen, sondern eher in dem Sinne von wegen, ich kann mich da aufregen, wie viel ich will. Ändert eh nichts an der Tatsache. Da unten ist ein Spieler mit einem Stock. Und wer ist der, der ihn verfolgt? Irgendwer hat ihn gerade verfolgt. Hallo da unten. Das Masterbaum? Nein, das ist nicht ein Masterbaum. Und der hat auf jeden Fall eine Axt. Ja. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber irgendwas hatte der vor. Ich würde sagen, ich laufe mal zu der Falle, die noch nicht aktiviert wurde. Aktiviere sie direkt mal, in der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht verfolgt hat. Ich habe gute Rüstung, aber ich habe leider noch keine Waffe. Nur mit einer Angel kann ich natürlich auch nichts reißen. Ich habe eine gute Waffe, beziehungsweise so gut wie eine gute Waffe. Wenn ich es schaffe, in das Haus da vorne zu kommen. Mein Partner ist tot. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Und ich habe ein Schwertchen. Hier war noch gar keiner drin? Was? Okay. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich habe leider noch keine Mütze. Dann sollte ich da vorne vielleicht auch noch mal gucken, ne? Hier ist ja auch immer eine Truhe. Ah, siehst du. Angeln alle raus, beziehungsweise die eine packe ich wieder rein, Mockingjay rein. Keine Mützen drin. Ich nehme den Fisch, weil als Fischer werde ich, glaube ich, davon geheilt, wenn ich Fische esse. Kriege ich so einen kurzen Lebensbuff. Eigentlich müsste ich jetzt wieder zum Flughafen und mir den einschnappen, der mich vorhin verfolgt hat. Oder eben gerade besser gesagt. Und das werde ich, glaube ich, auch tun. Ich hasse es, dass es hier so schnell Nacht wird auf dem Server. Das ist nicht so schön. Ich würde es besser finden, wenn der Tag ein bisschen länger wäre. Einfach weil man als Let's Player ist es nachts immer ein bisschen. Die Zuschauer sehen weniger, man selber sieht weniger und die Nacht ist irgendwie so ewig lang und der Tag so kurz in diesem Spiel. Hier wird schon jemand drin gewesen sein. Aber die Gefahr sollte ich mich gar nicht hinbegeben. In die Gefahr.
Ja, stellt sich die Frage. Ups, das wollte ich nicht. War hier schon jemand oder war hier noch niemand? Hier war noch keiner. Dann würde ich sagen, gucke ich auf der anderen Seite auch nochmal rein. Da oben. Aber mein Schwert sollte ich gezückt halten. Oh, hier ist gar nichts. Und hier? Hier war auch. Ja, hier war, glaube ich, schon jemand. Der hat nur den ganzen unnötigen Stuff da drin gelassen. Den keiner haben möchte. So. Ich könnte jetzt eigentlich mal einen Kampf gebrauchen. Und eine Mütze. Kann ich auch immer noch gebrauchen. Spider Invasion. Spider Invasion ist gut. Ach, ich kann mir meine Sachen eh verzaubern. Spider. Hat keine Erfahrungspunkte gedroppt. Doch da. Das waren aber nicht viele Spiders. Ich hätte gerne noch ein Level gehabt. Schade. Dann muss ich mich ein bisschen beeilen, damit ich mir meine Sachen noch verzaubern kann. Paar Pilze, na, kann ich drin lassen. Brauche ich nicht. Jetzt wird schon wieder Tag? Nee. Sehr seltsam. Hat es gerade geleckt oder ist der immer so komisch? Noch ein Apfel, noch ein Fisch. Das ist schön. Äpfel sind gesund. Ich habe noch keinen getötet, leider. Es tut mir auch leid. Aber ich sehe einfach keine mehr. Seitdem ich eine Waffe habe, habe ich keinen einzigen Spieler mehr gesehen. Sonst wäre ich bekanntlicherweise direkt raufgehüpft. Gehe mir jetzt auch erstmal meine Sachen verzaubern. Oh, hallo. Wieso fallen hier Pfeile neben mir runter? Da vorne war ein Spieler. Habe ich wohl gesehen. Ach, das ist hier. Ein anderer. Nicht der, leider, der mich vorhin verfolgt hat. Wow. Ach, wo ist es wieder? Der hat mich vorhin schon mal getötet in einer anderen Runde. Hui, das war auch knapp. Jetzt gerade. Oh, jetzt habe ich den Bogen weggeworfen. Das war so nicht beabsichtigt. So. Wow. Schade, ich kann meine Sachen nicht mehr verzaubern. Es war ein Heavy Fight. Es war wirklich. Wow, war das knapp. Oh, ein Team lebt sogar noch. Eine von dem Team hat gar nichts. Und einer der. We got a team. Go. So. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht von der Seite anhittet. So, erstmal wieder hochheilen. Ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt die fairste Methode ist, im Finale noch mit einem anderen Spieler zu teamen. Aber ich habe ihn auch noch direkt gehittet. Ja, es war jetzt nicht unbedingt die fairste Methode, aber ich hätte es auch alleine besiegt. Aber der hatte verzauberte Rüstung, verzauberte Waffe, verzaubert das alles. Das ist normalerweise nicht mein Stil. Aber das war jetzt taktisches Denken. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.